Bach, hallo. Guten Tag, Herr Bach. Hier ist wieder Emmy Schneider. Ja, guten Tag, Frau Schneider. One13, also zunächst mal der Titel, ist eines der Number Pieces von John Cage. John Cage hat ja am Ende seines Lebens auf die Titelei verzichtet und hat einfach seine Werke durchnummeriert. Und One ausgeschrieben bedeutet ein Werk für einen Solisten, für eine Person. Und 13, also 13, hochgestellt bedeutet, es ist das 13. Werk. In dieser Reihe. Wenn das Werk 2, 3 hieß zum Beispiel, dann war es ein Duo-Werk, das dritte Duo-Werk in dieser Reihe. Und so war das also das 13. Solo-Werk in dieser Reihe. Und das Charakteristikum von 113 ist, dass es ein sehr stilles und leises Werk ist und es oberflächlich besehen aus nur einer einzigen Tonhöhe besteht, die allerdings auf viele Weisen realisiert wird. Beispiel am Klavier entspricht einer Tonhöhe exakt einer Klaviertaste. Am Cello jedoch mit Rundbogen auf allen vier Seiten unter Umständen hat beispielsweise ein zweigestrichenes G 101 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Griffweisen, die alle dementsprechend verschieden klingen. Und diese hochartifizielle Art von Eintönigkeit, wenn man so will, wird auf 6 weitere Tonhöhen ausgedehnt, dann in 113. Also, insofern passt natürlich das Erscheinungsbild von 113 zur Vorstellung von einem letzten Werk. Die Ereignislosigkeit, keine Tonhöhenveränderung oder Bewegung, die Reduktion auf eine Tonhöhe. Introversion, Konzentration auf innerklangliche Phänomene, die steht im Gegensatz zur äußerlichen Virtuosität. Insofern auch passt es ins Bild von einem letzten Werk. Also man könnte das vielleicht vergleichen mit den dunklen Gemälden, also in der visuellen Kunst, mit den dunklen Gemälden von Mark Rothko in der Rothko Chapel in Houston zum Beispiel, der also fast schwarzen Bilder, die er vor seinem Suizid herstellte. Und das Schwarz in Schwarz malen, das Übermalen ist vielleicht eine visuelle Entsprechung zu 113. Allerdings, der Unterschied zu Rothko 113 war von John Cage gar nicht vorgesehen. Und es ist also aus einer spezifischen Fragestellung hervorgegangen, deren Beantwortung durch eine Zufallsoperation ein Ergebnis lieferte, das John Cage zunächst ja gar nicht bearbeiten wollte. Ja. Und das war nämlich das Phänomen der Primen. Und weil die Prim im Ryanchi-Zyklus, das war ja das Ausgangswerk, eigentlich nichts zu suchen hat, weil es da um Intervalle geht und um Bewegungen in Intervallräumen. Und jetzt kommt bei 113 noch halt das dazu, was ich sagte, Number Pieces, also die basieren auf Time Brackets. Time Brackets, das sind variable Zeitfenster, in denen Ereignisse stattfinden. Meistens sind es einzelne Töne oder Klänge. Das heißt, in einem solchen Zeitrahmen erklingt dann ein Ton oder ein Klang mehr nicht. Und dieser statische Charakter des Klanglichen in diesen Number Pieces hat eine fatale Ähnlichkeit mit einer Pause, in der kein Klang aktiv produziert wird. Eine Dramatik in diesen Stücken, gibt es deshalb auch gar nicht. Und 113 geht da noch einen Schritt weiter ins Extreme, nämlich weil der Tonvorrat auf nur eine singuläre Tonhöhe reduziert und destilliert wird, sodass kaum eine Veränderung von Klangfenster zu Klangfenster wahrnehmbar ist. Und da wären wir jetzt schon fast schon bei dem Werk 4 Minuten 33 von Cage. Ja, da müsste man jetzt über Stille sprechen. Was ist damit gemeint?
Und Once Hurting kommt dem schon relativ nahe. Zum Verständnis ist hier wichtig, dass John Cage und ich im Juli 92 in New York City an zwei Werken gearbeitet haben. Das erste Werk oder das Ausgangswerk war Ryohanji für Cello. Und ich gehe jetzt nicht so sehr auf die Inhalte ein, sondern sage ganz einfach, dass wir hier eine Fragestellung hatten, die dann, wo die Antworten dann über eine Zufallsoperation bestimmt worden sind. Und dieses Zufallsergebnis war nun etwas, was John Cage übergehen wollte, weil er der Meinung war, es ist nicht ausführbar. This one you can't do. What? It's to stay on the same note Oh. the whole time. You want to do that? You do? Yeah, well, if you have You won't be inflections. able to make any curves. Inflections. Und ich habe jedoch darauf insistiert, es zu behalten, weil ich genau dieses Zufallsergebnis sehr spannend fand. Und zwar, es war kein Intervall, also wir suchten Intervalle für das Ryohanji-Werk, sondern es war eine Prim, also kein Intervall. Und daraus wurde dann das neue Stück 113. Allerdings war die Etablierung des Werks ein doch sehr gewundener Weg. Das hängt mit dem Ableben von John Cage zusammen. Es war ja, also John Cage ist am 13., nein, am 12. August 1992 in New York gestorben. Und es war zu diesem Zeitpunkt unklar, ob John Cage an 113 überhaupt weitergearbeitet hatte. Wir hatten den ersten Teil in New York noch fertiggestellt. Und ich bin dann abgereist und wir haben dann telefoniert und korrespondiert. Ich habe dann am 13. August keinen Augenblick gezögert und nach New York gefaxt. Man solle doch bitte alle Arbeitsmaterialien und Aufschriebe auf seinem Tisch sichern. Weiterhin fing ich sofort an, Ryohanji und 113 auf der Basis meiner Unterlagen eigenständig zu komponieren. Ich wollte nicht, dass die künstlerischen Inhalte verloren gingen. Im September bereits traf ich Merce Cunningham, das ist der Lebensgefährte von John Cage über 50 Jahre hinweg, in Frankfurt am Main und er sicherte zu, mir die Manuskriptseiten von Ryohanji zuzusenden. Ich ging zunächst mal davon aus, dass John Cage nach meiner Abreise aus New York als erstes Ryohanji fertiggestellt hatte, da meine Zuarbeit für dieses Werk ja abgeschlossen war. Was dann aber per Post ankam, waren die kompletten Seiten zu 113 und nicht von Ryohanji. Also die fertiggestellten ersten Seiten von Ryohanji in New York. Und die nachfolgenden bereits durchnummerierten Seiten von Ryohanji, sowie auch die speziellen Umrissschablonen, die John Cage für diese Komposition verwendete und die ich in New York abgezeichnet hatte, gelten als verschollen. So, jetzt ist ein großes Fragezeichen, wo sind sie geblieben? Es gab ab diesem Zeitpunkt, weil ich ja beide Werke ja, selbst noch einmal komponiert hatte, gab es zu diesem Zeitpunkt somit zwei Versionen von 113. Die seinige und die meinige, die ich auch beide uraufführte. Meine Version im Sommer 1993 in Karlsruhe in einer Konzertreihe des ZKM. Und diejenige von John Cage im Herbst 1993 beim Musikerfestival in Straßburg. Weitere Aufführungen, es gab damals relativ viel Aufführungen dieses Werks, also weitere waren in kurzer Abfolge in Warschau,
in New York City auch und Vancouver unter anderem. Ja, und dann erreichte mich eine Nachricht aus New York, dass alle Werke John Cages, darunter auch 113, die also unvollendet seien, offiziell nicht als Werke von John Cage gelistet und auch nicht mehr aufgeführt werden sollen. Ja, der damalige Vorschlag von Don Gillespie, der langjährige Freund John Cages und Vice President of New Music beim CFP, das Verlag in New York City, hatte vorgeschlagen, 113 unter beider Namen zu veröffentlichen. Dies wurde offensichtlich vom John Cage Trust verworfen damals. Was das für mich bedeutete, war, dass ich nun meine Version von 113, die ich ausgearbeitet hatte, bevor ich John Cages Manuskriptseiten von Merce Cunningham zugeschickt bekam, nun unter einem anderen Titel, einem eigenen Titel und unter meinem Namen aufgeführt habe. Ich habe sogar ein Werk für Orchester in drei Gruppen hinzukomponiert und im Jahr 2001 im Wormser Dom mit meiner Version von 113 uraufgeführt. Ich empfand diese Haltung des The John Cage Trust nicht sehr sensibel und auch der Situation unangemessen, sodass also der maßgebliche Restnachfolger Merce Cunningham, der das ja wohl entschieden hatte, war inkonsequent in der Umsetzung seiner Festlegung, denn er ließ ein noch nicht ausgeführtes Projekt von John Cage, ein nur angedachtes Werk im Rohzustand mit dem Titel Ocean, von seinem Assistenten auskomponieren und führte es mit einem eigenen Tanzstück auf in dieser Zeit. Des Weiteren hat Merce Cunningham später im Jahr 2000 das mit mir komponierte und mir gewidmete Werk 1-8 für Cello und Rundbogen zusammen mit seiner Choreografie Interscape aufgeführt, aber ohne Rundbogen, obwohl er genau wusste, dass das nicht geht und John Cage sich strikt dagegen ausgesprochen hatte. Und als dann noch ein amerikanischer CD-Label, 1-7, eckige Klammer auf, From 1-13, Klammer zu, veröffentlichte, zusammen mit einer dubiosen, irgendwie aus mehreren Audiospuren zusammengemischten Version von 1-8, ohne den Namen der oder der Cellisten zu nennen, war dann für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich nicht mehr Stille halten durfte. Ich schrieb also einen langen Brief an den The John Cage Trust, an Merce, an Laura Kuhn, die Geschäftsführerin, und an Don Gillespie, wo ich dann auf diese Missstände hinwies. Man hatte ja durch das Verbot, also 113 unter Schloss und Riegel zu halten, Tür und Tor für alle möglichen Umwidmungen des bekannten und auch katalogisierten 113-Materials geöffnet. Das ist ja in der New York Public Library, der Nachlass. Und damit hatte man genau das Gegenteil erreicht, nämlich irgendwelche Verwendung desselben Materials. Und diese Verwendung waren alles andere als authentisch, ja sogar grob irreführend. Und dem konnte man eigentlich nur Einhalt gebieten, wenn man 113 und seinen Entstehungskontext aufbereitete und transparent machte. So war also die Reaktion aus New York, dass nun doch der ursprüngliche Vorschlag Don Gillespies aufgegriffen wurde und 113 unter den Autorennamen John Cage und Michael Bach-Bachtischer veröffentlicht werden sollte. Dem stimmte ich zu. Veröffentlicht wurde dann die Version von John Cage. Sie war leicht unvollendet und sozusagen den letzten Schritt, das kann ich dann noch später genauer erklären, den letzten Schritt habe ich dann getan und habe dann eine Partitur, eine Aufspielpartitur geschrieben, die dann zusammen mit dem Manuskript von John Cage veröffentlicht wurde. Nach meinen Uraufführungen der beiden Versionen von Cage und mir im Jahr 1993 habe ich dann im Jahr 2008, also 15 Jahre später,
wieder zwei Erstaufführungen von 113 gemacht, und zwar diejenige von John Cage in San Francisco und in Stuttgart. Denn mit dem SWR hatte ich die Zuspielungen, es sind drei Zuspielbände erforderlich, hierfür produziert, neu produziert. Also für den Interpreten ist es ein sehr, sehr schwieriges Werk. Wenn ein G auf 101 verschiedene Weisen gespielt werden kann, das sind sehr komplizierte Griffe, auch dreistimmige oder vierstimmige, darunter die also das ganze Obertonspektrum oder wie soll ich sagen, alle Möglichkeiten des Obertonspiels mit einbezieht, bis zum 16. Partialton, ja. Das ist sehr hoch, das ist die vierte Oktave einer Seite. Kann man auf der Geige gar nicht machen, das geht am Cello. Und dieses Werk ist eigentlich so etwas wie eine Gratwanderung, wie ein Seiltanz. Weil in dem Moment, wo man die Konzentration verliert und oder nicht ganz so konzentriert ist und man etwas nur minimal daneben greift, hat man nicht nur einen Ton, der etwas zu tief oder zu hoch ist, was man noch durchaus korrigieren könnte, sondern man ist tatsächlich heruntergefallen, weil es ist ein ganz anderer Oberton. Weil neben den eigentlichen Obertönen, die gefordert sind, liegen völlig andere Frequenzen, sodass also das immer eine ganz hochkonzentrierte Angelegenheit ist, was jetzt nicht unbedingt vielleicht sofort vom Publikum verstanden werden kann. Das kann ich schwer beurteilen, aber es ist halt eine sehr hohe Konzentration möglich und das Risiko des Scheiterns ist sehr hoch. Also wenn Sie ein anderes Cage-Werk nehmen würden, würden Sie es gar nicht bemerken, aber vielleicht, ja, dass da falsche Töne dabei sind. Aber bei 113, das ist so nackt und so offen, dass ja, wenn neben dem einen Ton eben ein anderer erscheint, dann hat jeder begriffen, dass hier was nicht stimmt. Und es ist aber, ja, wie soll ich sagen, es reduziert sich nicht auf das Technische, sondern es ist einfach auch die Gestaltung der, ja, die klangliche Ausformung der Töne und das Zusammenwirken dieser Töne, was den Interpreten natürlich fordert. Also damit John Cage nun diese Herausforderung, würde ich mal sagen, annimmt, ein Stück auf Bremen oder mit Bremen zu schreiben, musste ich ihn natürlich zuerst mal davon überzeugen. Das ging nur klanglich. Also ich konnte ihm, wir haben ja dann auch den ersten Teil ausgearbeitet, der Teil mit der Note Fis. Ich glaube, ein Fis hat dann ungefähr 20 Möglichkeiten am Cello, Griffmöglichkeiten, und ich habe ihm die alle vorgeführt. Und wir haben dann daraus ausgewählt, und zwar mit einer Zufallsoperation, welche Griffe wir nun für das Live-Cello übernehmen und welche Klangkombinationen für die drei Zuspiel, ja, man sagt Bänder, heute sind das ja digitale Dateien. Also das wurde alles festgelegt, und nun gab es noch die restlichen 7 Teile, die, also 2 Teile sind identisch, was die Tonhöhe anbelangt, aber die haben sonst einen anderen Ton, der aber auf die gleiche Art und Weise intoniert wird. Und das Erstaunliche war ja, dass, wie ich sagte, Cage hatte dann alle 8 Teile formal fertiggestellt, so wie sie auch in der veröffentlichten Partitur dann zu sehen sind. Und ich habe ihm dann im August, kurz vor seinem Tod, ein Konvolut von Notenseiten geschickt, wo dann diese anderen Teile mit den
anderen Tönen und den Griffweisen dafür enthalten waren. Und diese Griffweisen waren durchnummeriert, sodass also Cage mit einer Zufallsoperation diejenigen Griffe auswählen konnte und sie dann in seine Partitur hätte integrieren können, also zuordnen können. Das ist das, was ich dann später gemacht habe, weil Cage hatte die Zeit nicht mehr dazu. Aber er hat diese Sendung von mir noch vor seinem Tod erhalten, denn wenn jetzt, sagen wir mal, ein G 101 Griffmöglichkeiten hat, dann hat er sich von seinem Assistenten eine Liste, zufallsgenerierte Liste mit Zahlen geben lassen und die hat er dann nacheinander abgehakt. Und diese Zahlenlisten zu diesen weiteren Teilen, die sind vorhanden im Nachlass. Das bedeutet, dass er also meine Notenseiten noch erhalten hat. So, was ich dann getan habe, ist dann ganz einfach, diese Zahlen reinzunehmen und dann die entsprechenden Griffe in die Partitur anzusetzen. Das war alles. Cage, glaube ich, hat sich nicht mit dem Gedanken befasst, dass er jetzt hier ein letztes Werk vielleicht schreibt oder nicht. Also wie gesagt, 113 war von ihm auch nicht geplant. Und ich muss allerdings trotzdem sagen, das hängt aber mit der Zahl 13 zusammen, weil wir ja in unserem Kulturraum die Zahl 13 mit Unheil und Tod und böses Omen und so weiter verbinden. Also diese Triskaidekaphobie, die ja viele haben. Arnold Schönberg, erinnere ich, der ist am 13. geboren, ist am Freitag den 13. gestorben, im Alter von 76 Jahren. 7 plus 6 macht, Quersumme macht 13. Obwohl man die Uhr vorgestellt hatte und den 14. anzeigt, die ist am 13. gestorben. Übrigens auch das Todesdatum von John Cage, das offizielle Datum ist der 12. August. Für mich ist es komischerweise immer der 13. August, weil ich nach Mitternacht hier in Europa, nach Mitternacht, den Anruf aus New York bekommen habe, dass er gestorben ist. Und auch Bach zum Beispiel, man wird es kaum glauben, aber 1746 sollte er dieser korrespondierten Sozietät der musikalischen Wissenschaften, die Mitzler gegründet hatte, beitreten. Das hat er nicht gemacht. Er hat den Komponisten Grauen den Vortritt gelassen, weil er nicht als 13. Mitglied eintreten wollte. Und dieses berühmte Porträt von Bach haben wir dann dem zu verdanken, weil das war eine Voraussetzung, ein Porträt in Öl, um dieser Gesellschaft beizutreten. Und Bach ist dann ein Jahr später beigetreten, als 14. Und auf diesem Ölporträt sieht man 14 Rockknöpfe. Also es ist so, John Cage hätte ganz sicher nach 113 ein weiteres Werk geschrieben, ob es 114 gewesen wäre oder irgendein anderes Number Piece. Aber ich muss trotzdem dazu sagen, als er mir sagte, nachdem wir die Diskussion schon ein, zwei Tage geführt hatten, was wir mit der Prim anfangen, und dann sagte er mir am nächsten Tag, ja, er projektiert jetzt ein neues Werk für Cello Solo, This Would Be 113. Und er sagte es ein bisschen leise und so ein bisschen so nebenher, aber mir lief ein Schauer über den Rücken. Also ich sah ja seine Gebrechlichkeit. Wir waren im Juli ja noch in Perugia zusammen, haben ein Konzert gegeben, er hat 112 aufgeführt, ich 18. Dann waren wir in Assisi und im Juli hatte ich zwei Konzerte im MoMA, Museum of Modern Art in New York. Und da war er auch anwesend, Merce Cunningham auch, und ich sah, wie gebrechlich er war. Und ich dachte mir, das könnte auch eventuell das letzte Werk werden. Ne? Also ich war das, der das so sah. Ich glaube weniger, ich weiß nicht, ich habe von Cage nicht den Eindruck, dass er sich da durch die Zahl hat beeindrucken lassen. Oder dass er dachte, dass das jetzt das letzte Werk ist. Ich glaube, es spielt auch keine Rolle. Also für mich ist, wenn man jetzt bei Cage von einem letzten Werk so von der Wesensart her sprechen würde, wäre es für mich das Werk 4 Minuten 33. Und ich würde sagen, dass Cage also ab diesem Zeitpunkt vielleicht
dieses letzte Werk immer wieder in neuen Ausformungen komponiert hat. Ja, also wobei natürlich 34 wirklich an der Schwelle zum Jenseits steht, weil wir dann mit dem Begriff der Stille, mit der Stille jetzt in etwas eintauchen. Also Stille nach im Cajun Sinne bedeutet den Verzicht, das Aufgeben von Intentionen. Also ist nicht gemeint, dass ein passive Nichtstun oder das mal hören, was so sich sonst noch tut, oder sondern ist viel eher das aktive sich entleeren von Ambitionen oder von Absichten. Und 1:13 ist so, nicht 1:13, sondern 4 Minuten 33 ist da so extrem. Ja, also Philosophen würden vielleicht sagen, es vermengt sich da das Nichts der Metaphysik mit dem irdischen Dasein oder das Übersinnliche mit dem Sinnlichen oder das Abstrakte mit dem Konkreten. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar und so. Also mir fällt da immer so ein Ausspruch von Cage ein, der sagte: What we require is silence, but what silence requires is that I go on talking. Also wir benötigen Stille, aber die Stille benötigt, dass ich jetzt weiterrede. Das ist der Konflikt, den wir auch ein bisschen in 1:13 haben, weil wenn diese Zeitfenster, ich hatte es schon gesagt, wenn diese Zeitfenster halt eben nur immer einen Ton bringen, und bei 1:13 ist es dann immer die gleiche Tonhöhe und dazwischen sind Pausen, dann ist Pause und Klang schon fast austauschbar. Trotzdem ist bei 1:13 immer noch der Kraftakt der Aufführung da, dass also das Notierte auch wirklich geschehen muss. Und das ist das, was ich vielleicht meine, dass Cage halt im Grunde genommen 34:30 ist ja eigentlich im Grunde genommen gar nicht aufführbar. Man kann ja, das kann man einmal machen, finde ich. Und aber eine Wiederholung stellt eigentlich den Akt des Aufführens selbst in Frage aus meiner Sicht. Und weil so gigantische Hürden da sind, bevor man sich zu einer erneuten Performance von 4:33 überhaupt berufen fühlen kann. Weil wie will man Vierten Reich überhaupt erneut aufführen, wenn das Publikum sich in der Lage wähnt, die Performance antizipieren zu können? Also diese Fragen sind, wann, wie und wo wird 4:33 instruktiv, sind ganz wichtig für mich. Ich habe es einmal aufgeführt, aber da möchte ich jetzt vielleicht abbrechen, weil das vielleicht ein bisschen zu weit führt. Aber es ist ein utopisches Werk, und die anderen Werke, die Number Pieces zum Beispiel, die haben immer im Hintergrund auch dieses, ich sag mal, stille Werk von Cage. 4 Minuten 33 wird oft, ja, irgendwie entartet. Also es gibt es auf einer CD von Mike Batt, wo er einfach die Bonus-Tracks getrennt hat durch eine Pause. Und diese Pause hat er als Komposition von John Cage und Mike Batt tituliert, und dann gab es einen Prozess und in London. Ein Beispiel. Oder wenn man jetzt, sagen wir mal, 4 Minuten 33 auf eine Schallplatte bringt oder auf eine CD, das hat nichts mit dem Werk zu tun, weil es hat nicht damit zu tun, dass hier kein Klang erscheint, sondern es hat wirklich sich mit dem Loslösen von Intentionen zu tun. Und das kann ich, das ist ein schwieriger Akt, der jetzt nicht dadurch, ja, vollendet wird, indem man 4 Minuten 33 still da sitzt. Es muss auch nicht 4 Minuten 33 sein, das ist ja nur der Titel. Man kann das auch kürzer aufführen oder länger, das Stück. Also da zähle ich doch meine Aufführung ganz kurz. Also das war vor fast 25 Jahren beim Atlantischen Musikfestival. Da wurden zwei oder drei
weitere Künstler eingeladen in einem Konzert und die sollten zuerst mal auch zusammen 4:33 aufführen und man kam da irgendwie davon ab und jeder sollte das dann solo machen. Und meine Aufführung war dann die letzte und ich habe dann die ganze Partitur vorgelesen, also vom ersten Wort bis zum letzten Wort. Und um mal zu zeigen, was für ein Akt notwendig ist, um sowas zu publizieren. Da ist auch das Copyright drauf, da ist der Verlag drauf. Und am Ende kommt dann die ganze Werkliste von John Cage. Und als ich da so ungefähr in der Hälfte durch war, da hielt es der Pfarrer nicht mehr aus, das war in der Kirche, und lief dann in die Sakristei und stellte ein, na, dieses von Bach, diese bekannte Toccata, ich glaube, Bachwerkeverzeichnis 595 oder sowas. Und er stellte ja an, ich habe aber weitergelesen. Und dann hielt das wieder nicht aus, und dann hat er es wieder abgestellt. Und dann kam meine Performance zu Ende. Vielleicht habe ich den Mut dazu gefunden, weil ich den Ausspruch von Cage schon kannte. Dann benötigen Stille, aber die Stille benötigt, dass ich jetzt hier weiterrede. Und das war jetzt für mich mal eine Möglichkeit, das Stück aufzuführen. Ich hätte es aber nie aufhören können, glaube ich, mich einfach auf den Cellostuhl vorne hinzusetzen und die Zeit abzuwarten. Damit hat das Werk nichts zu tun. Dann lieber nicht aufhören. Ja, mein letztes Telefonat war am 3. August 1992 und es ging einfach darum, dass ich ihn gebeten habe, mir das, was wir am 20. Juli noch fertiggestellt hatten, den ersten Teil von 113, mir die Griffliste nochmal zuzusenden. Ich hatte mir andere Notizen gemacht als er und hatte offensichtlich nicht diese Griffliste, die er hatte. Und da hat er das nochmal sogar abgeschrieben. Das waren 3 Seiten, die hat er nochmal auf einer Seite zusammengefasst und hat sie mir am 13. August zugefaxt. Das ist also das letzte Lebenszeichen sozusagen von ihm gewesen. Hab ich 13. August? Nein, Entschuldigung, ich hab falsch gesagt. Ich habe ihn am 3. August, glaube ich, angerufen und hat das noch am gleichen Tag mir zugefaxt. Genau, am 3. August. Und am 13., am 12. ist er gestorben. Sie sehen, ich denke immer an den 13. Also am 12. ist er gestorben. Wir haben uns in der Zeit ja auch oft gesehen. Wir hatten sehr viele Begegnungen zwischen 1989 und seinem Tod. In Europa vor allen Dingen, aber auch in den USA. Es war ja sein 80. Geburtstag angesagt. Deswegen waren ja auch all die Konzerte, die hat man dann schon, er hat ja am 5. September Geburtstag, also man hat die dann schon weit im Vorfeld. Ich war im März in Chicago und habe dort 1-8 mit Orchester gespielt. Also da fingen dann schon die Festivitäten an und er ist ja auch dann kurz vor dem Frankfurter Festival verstorben. Also mein erstes Werk weiß ich, das ist nämlich, hängt mit 130 zusammen. Man kann also hier sagen, ein letztes Werk wird hier auch zu einem ersten Werk, was ich ganz spannend finde und was ich vielleicht als einziges Charakteristikum von 130 vielleicht, was ein letztes Werk sein könnte, gelten lassen würde. Ja, es ist jetzt offiziell so, dass eben das Werk John Cage und von mir ist. Aber es war, ja, ich habe dann, es war sozusagen für mich, Ryuanji und 113 waren, auch aufgrund dieser biografischen Situation auch, sah ich mich gezwungen, das nochmal neu zu komponieren, weil ich nicht wusste, was ist da in New York, hat man die Sachen gerettet? Und es ist auch so, dass Ryuanji verschollen ist. Dann gibt es ja noch eine Skizze, die aus der 113 hervorgegangen ist. Die ist am 18. Juli in New York entstanden. Und diese Skizze, mit der musste ich mich nochmal beschäftigen im Zusammenhang mit einem juristischen Fall, weil man hatte diese Skizze, die also eindeutig im Donaueschinger Musikkatalog als meine Skizze bezeichnet worden ist, John Cage zugeordnet. Und
und hat sie auf eine Briefmarke von den Donaueschinger Musiktagen gesetzt, also 1996, das wusste ich nicht. Und da gab es dann einen Prozess und ich musste dann oder habe dann für das Berufungsgericht in Köln eine Analyse dieser Skizze gemacht, die sowohl ein visuelles Werk ist, wie auch ein musikalisches Werk. Und dann habe ich, also das wäre sozusagen meine erste Komposition. 2 Tage vor oder paar Wochen oder Tage vor 113. Aber betrachte ich auch so. Sind aber so Sachen, die komischerweise jetzt nicht so intendiert waren, sondern die sind damals ja rückwirkend sozusagen erwacht, kann man sagen, ne? Und diese Analyse übrigens, die hat über 100 Seiten. Also das ist ein Mammutwerk von einer Seite, die in einer Viertelstunde entstanden ist, ja. Also, und zwar visuell ist das auch sehr interessant, weil diese Skizze, die auf der 113 oder aus der 113 hervorgegangen ist, diese Skizze, die hat als zentralen Punkt die Note, die Primfis, das ist also der erste Teil von 113. Diese Primfis, die war im Mittelpunkt der Briefmarke. Und alle anderen Töne, alle anderen Intervalle, die um diese Primfis herum gruppiert sind, sind alles Obertöne vom Fis. Und das sind alles Zufallsergebnisse. Also mit Zufallsoperationen in New York am Schreibtisch von Cage notiert. Also bei 113 ist es halt so, ohne mein Insistieren auf dem Zufallsergebnis gäbe es dieses Werk nicht. Und dann eben im zweiten Schritt, wir haben bei letzten Werken ja immer auch einen Restnachfolger und das ist oft ein Problem. Und das war auch hier so und ich musste mich da umtun, dass hier eben nicht diese Missbräuche weiterhin passieren, auch mit dem Material von 113. Und nur so ist es dann auch zu einem letzten Werk Cages geworden und eine Veröffentlichung, weil ursprünglich sollte es ja gar nicht offiziell als letztes Werk gelten. Und dann kommt noch eins hinzu, dass halt eben doch, also mit Cage habe ich dann doch an diesem Werk, aber auch an 18 sehr eng zusammengearbeitet. Also es gibt ja auch dieses Buch von mir, das ist Cage gewidmet. Und das hängt alles, kommt alles in diese Thematik mit rein, sodass also sich hier tatsächlich zwei Arbeitsfelder zweier Künstler überschneiden. Und ja, und deswegen ist auch diese Autorenschaft, diese Überschneidung der Autorenschaft oder ja, Überlagerung sinnvoll, obwohl ich auch durchaus, also das war nicht mein Vorschlag, durchaus auch gut hätte damit leben können, wenn das Werk herausgekommen wäre unter Cages Namen. Ja, mir war nur wichtig, dass das Werk existiert überhaupt und dass es aufgeführt werden kann. Und es konnte nicht einfach so sang- und klanglos in der Schublade verschwinden. Or anything. But if someone asks me a question, I should provide an answer of some kind. I shouldn't just say go to hell.